Risiken einzugehen, kalkuliert Risiken einzugehen, ist das, was wir heute machen müssen. Deswegen, Leute, wenn ihr Wachstum haben wollt, dann brauchen wir eine gewisse Portion Mut. Jetzt, was ist Mut? Ist Mut irgendwie heldenhaft, keine Angst zu haben? Ich glaube, das ist falsch. Was ist Mut? Menschen, die mutig sind, das sind keine, die keine Angst haben. Du bist dann mutig, wenn du das Richtige tust, obwohl du Angst hast. Zwei völlig unterschiedliche Dinge. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es auf jeden Fall klappt? Was würdest du tun, wenn es dir leicht fiele? Ganz viele Menschen wissen, was sie tun sollten, aber sie tun nicht, was sie wissen. Warum? Ich möchte es mal mit diesem Kerl hier versuchen zu erklären. Das ist ein Bonsai-Baum. Und was ich an denen total faszinierend finde, das sind ja eigentlich richtige Bäume. Also der hier, was schätzt du, wie alt er ist? Der ist 16. Und der ist deswegen so klein, weil man den künstlich klein hält. Dem schneidet man die Wurzeln ab und die Blätter ab und den hält man in so einen kleinen Pott. Und ich frage mich manchmal, also wirklich jetzt, wenn man so einen Bonsai-Baum sagen würde, sag mal, weißt du eigentlich, dass auch in dir ein Großer drin steckt? Was würde der sagen? Das ist komisch bei Gedankentanken, ne? Die sprechen mit Bäumen. Ich glaube, der würde sagen, nee, das geht gar nicht. Der würde sagen, auf keinen Fall. Geht doch gar nicht. Ich bin da so klein und kuschelig und schnuckelig und ich habe nie mehr gemacht. Und ich glaube, dass man dann ein ganz wichtiges Gesetz nicht verstanden hat. Nämlich das Gesetz des Wachstums. Und wie funktioniert Wachstum? Wachstum bedeutet, dass du für Wachstum Platz brauchst. Achtung, jetzt kommt Next Level Presentation Shit. Das hier, oh, das ist ein Kreis. Und ihr stellt euch mal vor, das wäre so ein Bonsai-Baum. Und da seid ihr hier drin, so in diesem Kreis. Und ihr versucht irgendwie zu wachsen. Dann werdet ihr zwangsläufig immer wieder an so eine Grenze kommen. Und ihr kommt über diese Grenze nicht drüber. Richtig? Logisch? Ne? Das heißt, man sollte das irgendwie anders machen. Ich glaube, man sollte, wenn man sich in einem bestimmten Gebiet begibt, wie zum Beispiel so ein Bonsai-Baum in so einen Topf, sollte man sich klar machen, dass man wachsen muss. Das heißt, wenn wir irgendwo reingehen, dann sollten wir uns das vorstellen, als hätte es so eine gestrichelte Linie. Und diese gestrichelte Linie, da werden wir eine Weile drin wachsen, dann gehen wir in den nächsten Level, dann werden wir größer. Ne? Und dann sollte uns klar sein, auch dieser Bereich, der ist durchgängig. Es gibt einen Bereich, der ist da draußen. Und das ist ein organisches Wachstum. Organisches Wachstum bedeutet, du musst zuerst Raum schaffen und dann wächst du in diesen Raum hinein. Ich habe aber den Eindruck, dass es ganz viele nicht verstehen. Also als Kinder in der Schule verstehen wir das noch, ja? Ich habe gerade einen 7-Jährigen, der ist in der 2. Klasse, der weiß, nach der 1. Klasse kommt die 2. Klasse, kommt die 3., 4., 5., dann geht es weiter. Aber ganz viele Menschen hören auf, im Laufe ihres Lebens zu wachsen. Die akzeptieren dann irgendwann mal, dass sie an so einem Endpunkt angekommen sind in bestimmten Bereichen und dann geht es nicht weiter und dann ist es dramatisch. Dabei die Regel ist immer die gleiche. Du musst zuerst Raum schaffen. Und dann wächst du in diesen Raum rein. Die meisten denken sich, Moment, ich werde schon irgendwann mal wachsen, wenn es denn sein muss, und dann ist es häufig zu spät. Das ist ganz dramatisch. In sehr vielen Bereichen des Lebens sehen wir das. Beispielsweise Männer. Darf ich was Fieses über Männer sagen? Keine Sorge, es sind alte Männer. Ü30. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Männer Ü30 nicht mehr wachsen? Also nicht nur nach oben, sondern in die Breite. Dazu komme ich gleich. Ü30, ganz witzig, zwischen 20 und 30 wachsen Männer, da wollen die irgendwie nach vorne gehen, Testosteron, die wollen irgendwie Dinge, die Welt erobern und so weiter und so fort. Und dann haben die einen sicheren Job, haben fertig studiert, alles ist gut und dann wird dieser Sicherheitsmodus angeschaltet. Es wird geheiratet, die Eigentumswohnung wird gekauft, das Kind kommt auf die Welt, man kommt jetzt in diesen Sicherungsmodus und im Job ist man plötzlich vorsichtig. Und das ist gemein, jetzt kommt Testosteron, der Testosteronspiegel, der sinkt ab dem 30. Lebensjahr, ist wirklich so. Schlechte Nachricht. Und zwischen 30 und 40 gibt es so eine Verwandlung. Ja? Testosteron geht runter, Muskelmasse schwindet, Fettgewebe kommt. Das heißt, das Wachstum ist sozusagen hier. Das kennen die Herren, manche entwickeln sogar Spiegeleier. Das ist, wenn man seine Eier nur noch im Spiegel sieht. Und was hat man nicht gemacht? Man hat irgendwie dieses Wachstum nicht mehr
forciert. Also wo können wir wachsen? Ja, wir können wachsen beispielsweise, indem wir irgendwas Neues lernen, indem wir uns neue Aufgaben zutrauen, indem wir ein neues Jobangebot machen, indem wir seit Jahren unzufrieden sind mit unserem Job und dann machen wir uns selbstständig beispielsweise. Es gibt auch ein Wachstum nach innen. Man ist unzufrieden, man fühlt sich nicht mehr wohl, aber da muss man hingucken. Da sind Räume in einem drinnen, die kann man kennenlernen. Aber da macht man zu, man wächst dann nicht mehr. Man denkt, ich bin starr, ich bin fest, ich bin so, wie ich bin, gut so, wie ich bin, obwohl man sich unwohl fühlt. Beziehungen gehen kaputt, weil man nicht mehr wächst, nicht mehr miteinander wächst oder nicht mehr nach innen wächst, sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln möchte. Und es ist immer das Gleiche, du musst zuerst den Raum schaffen und dann wächst du da rein. Ja? Gedankentank, guck mal, wir haben angefangen mit kleinen Räumen. Unsere kleinste Rednernacht waren 70 Teilnehmer. Jetzt sind hier 15.000. Achtung, Vorsicht, wie kommt man hier zu 15.000? Wir haben uns anfänglich überlegt, was wäre nicht peinlich? 3.000 Leute gibt es in Theaterbestudien, dann gehst du die Bühne da drüben am Rand und da drüben, da sind dann alle, ja? Ist nicht peinlich, wir sind in der Kölner Arena. 15.000. Das heißt, du musst zuerst den Platz schaffen. Und wenn ich eines in den letzten Jahren verstanden habe, dann, dass du zuerst die Struktur bauen musst und danach wächst du in die Struktur rein. Zuerst holst du die Büros und dann kommen da die Mitarbeiter rein. Zuerst musst du investieren und dann kommt irgendwie ein Ertrag raus. Zuerst musst du irgendwie was wagen und dann kommt das Wachstum. Bei den meisten Menschen ist es anders. Die holen sich im Leben irgendwie so einen Status der Komfortzone. Kennt ihr, oder? Achtung, so ein alter Karlauer von mir. Das sind wir in unserer Komfortzone. Alles kuschelig, alles bequem, alles schön. Und dann kommt die Herausforderung und die ist außerhalb der Komfortzone und die mögen wir nicht mehr. Blöd. So, Jungs, da seid ihr. Mitte 20, gut aussehend, tolles Leben. Das Einzige, was euch zum perfekten Glück noch fehlt, seine Frau. Und stellt euch vor, ihr seht plötzlich auf einer Party euer Traumgeschöpf neben euch stehen. Kennt ihr diesen Moment? Ihr seht sie. Ihr wisst sofort, boah, die ist es. Ja? Und ihr denkt euch sofort, boah, die ist so schön. Kennt ihr diesen Moment? Ihr habt so einen Speichelfaden, der aus dem Mundwinkel tropft. Und dann denkst du, die ist so schön, los, die sprichst du jetzt an. Und dein innerer Schweinehund sagt auch, boah, die ist so schön, los, die sprichst du an, wenn du sie das nächste Mal siehst. Weil auf diesem Weg von hier nach da kommen euch lauter Gründe, warum das jetzt gerade der falsche Zeitpunkt ist. Was, wenn die dich nicht mag? Hast schon zu viel gesoffen? Hast noch nicht genug gesoffen? Du findest einen Grund und dein Gehirn lernt, wenn du die jetzt nicht ansprichst, dann bleibst du am Leben. Das heißt, wir machen eine positive Rückkopplung zwischen Kneifen und Erfolg. Die Mauer wird ein bisschen höher. Ja? Jetzt denkst du dir, oh, ja, ist eigentlich ganz okay. Bei der nächsten Herausforderung fragst du dich, was hast du gemacht beim letzten Mal? Hast du gekniffen, kneifst du wieder? Spätestens hier bist du dir sicher, bist halt kein Frauentyp. Und jetzt seien wir doch bitte mal ehrlich. Wie viele Menschen leben genau auf diese Art und Weise? Sie sind eine Weile in ihrem Leben gewachsen, dann haben die sich irgendwie akklimatisiert bei dem, was sie gerade haben. Jetzt sind die in Absicherungsmodus. Und sie sagen die Neuerung, nein, Herausforderung, nein, Herausforderung, nein, Herausforderung, nein, 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 auf keinen Fall mache ich alles nicht. Und das ist Stillstand. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das ist ziemlich schade, weil das Einzige, was wir in unserem Leben brauchen, um nach draußen zu gehen, ist natürlich, dass wir Herausforderungen annehmen. Herausforderung, guck mal, nimmst du an, stellst du fest, Grenze war eine Einbildung. Machst du das einmal, kannst du die zweite auch zutrauen, Grenze eine Einbildung, die dritte auch, jetzt nimmst du die ja auch mit. Jetzt bist du auf mentalem Expansionskurs, jetzt ist alles gut. Das Problem ist, warum machen das Menschen nicht? Welches Gefühl hält Menschen davor ab, das zu tun? Wie heißt das Gefühl? Es ist Angst, klar, wir haben drei Urängste. Urangst Nummer eins, Angst vor Misserfolg, in der Steinzeit sinnvoll, Kampf mit dem Säbelzahntiger, ein Misserfolg wäre echt doof. Urangst Nummer zwei, Angst vor Überanstrengung, in der Steinzeit sinnvoll, begrenztes Nahrungsmittelangebot, jeden Moment kann der Säbelzahntiger um die Ecke kommen, dann machen wir nicht aus Spaß ein Marathontraining. Urangst Nummer drei, Angst vor sozialer Zurückweisung, genau das gleiche. Wir verscherzen es uns mit der Gruppe, stehen alleine da mit dem Säbelzahntiger, wäre doof. Die gleichen Ängste gibt es heute aber auch noch, die sind heute so ein bisschen neurotisch übersteigert. Wie heißt denn diese Angst vor Zurückweisung heute? Schüchternheit, Kuschelsucht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, meinem Kollegen zu widersprechen. Ja? Ich traue mich nicht, meinem Chef zu widersprechen. Die könnten mich blöd angucken. Ich komme aus so einer schönen Ecke im Schwabenland. Wie viele Schwaben haben wir bei uns hier im Raum? Wisst ihr, bei uns damals, da gab es auch Menschen, die wollten immer so eine Meinung sagen, aber haben das so, kennt ihr so, die so hinter vorgehaltener Hand die Meinung sagen? Und dann, wenn die ihre Meinung so mal getuschelt haben, heißt es immer, aber ich habe nichts gesagt.
eingedeutscht, ich habe nichts gesagt. Kennt ihr solche Leute? Ist traurig, das ist Angst vor Zurückweisung, also immer der Konsens. Ich meine, ist doch so, du hast irgendwelche Arbeitskollegen, die haben eine Idee und Leute, das ist Bullshit. Wir sind bei Gedankentanken, wir sind Pluralisten, wir glauben an die Meinungsvielfalt. Wir wollen, dass Menschen ihre Meinung sagen, wir wollen, dass du deine Meinung offen äußerst. Und wenn du dich zurückhältst, dann hat die Welt nichts davon, dass es dich gibt. Dann die mittlere Angst, die zweite Angst, die ich gerade genannt habe, die Angst vor Überanstrengung. Wie heißt die heute neurotisch übersteigert? Das ist Faulheit. Das ist Bequemlichkeit. Es macht mich wahnsinnig, wie viele faule und bequeme Menschen es da draußen auf der Welt gibt. Und kein Witz, ich meine das ernst, ich meine das auch im beruflichen Umfeld. Beispiel, vor kurzem waren wir in einem Museum. In einem Museum in Düsseldorf, in einem Kunstmuseum in Düsseldorf. Ich möchte diese Geschichte jetzt einfach mal öffentlich erzählen, weil es auch so pervers, ja? 20 Minuten vor Ende dieses, bevor das Museum dicht gemacht hat, haben uns die Mitarbeiter des Museums quasi schon rausgekehrt. Keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Öffentlicher Dienst, finden die ihren Job so furchtbar. Die haben uns 20 Minuten vorher schon gesagt, in 20 Minuten schließen wir. In 18 Minuten schließen wir. Ja, wir haben es verstanden. Ich habe 5 Minuten vor dem Ende, bevor die Türen zugingen, stand ich in diesem Museumsshop. Da kam diese Frau von dem Museumsshop auf mich zu, sagte, wir schließen gleich, gehen Sie jetzt raus. 5 Minuten vorher. 2 Minuten, es wurde eine Dame aus der Toilette rausgeprügelt, quasi. Und 2 Minuten bevor dieses Museum geschlossen hat, kein Witz, da standen die gesamten Angestellten dieses Museums wie so eine Ententruppe vor dem Eingang und haben auf die Uhr geguckt. Und dann gehen die raus und erzählen so, ich habe so einen furchtbaren Job. Oh, das ist so hart, ich muss in die Arbeit. Ich weiß, das ist heute nicht schick, sowas zu sagen. Ich weiß, ganz viele Leute machen einen geilen Job, ganz viele Leute geben Gas. Aber ich stelle fest, da draußen gibt es sehr viele, die genau das eben nicht tun. Und das tut mir weh. Urangst Nummer 1, Angst vor Misserfolg, heißt heute Perfektionismus. Du darfst keine Fehler machen. Keine Fehler, auf keinen Fall. Nichts falsch machen. B, du machst irgendwas falsch, dann kann irgendwas schieflaufen. Irgendwas wird gruselig, irgendwas wird schlimm. Leute, der schlimmste Fehler, den wir machen können, gerade in Zeiten, in denen sich so viele Dinge verändern, ist es, nichts zu tun. Opportunitätskosten. Wenn wir sehen, es geht nicht mehr dahin, es geht in diese Richtung, dann müssen wir uns trauen zu sagen, gehen wir nicht mehr dahin, gehen wir dorthin. Und dann hat das häufig was mit Fehler machen zu tun. Ja? Lernen heißt Fehler machen. Kind zieht sich hoch, fällt hin, zieht sich hoch, fällt hin, zieht sich hoch, fällt hin. Was sagen wir zum Kind? Bleib liegen, laufen ist deine Sache nicht. Wir sagen dem Kind, gut, läufst du schon. Und das sind Lernprozesse. Lernen bedeutet, wir müssen uns mit einer positiven inneren Haltung auf neue Dinge einlassen. Wisst ihr, wenn ihr Menschen unglücklich machen wollt, es geht mit einem Satz. Freu dich nicht zu früh. Du wagst irgendwas, komm, freu dich nicht zu früh, Bedenkenträger, furchtbar. Liebe Leute, Scheiße passiert, aber wenn in die Scheiße, dann bitte schön mit Anlauf. Kalkuliert Risiken einzugehen, ist das, was wir heute machen müssen. Deswegen, Leute, wenn wir Wachstum haben wollen, dann brauchen wir eine gewisse Portion Mut. Jetzt, was ist Mut? Ist Mut irgendwie heldenhaft, keine Angst zu haben? Ich glaube, das ist falsch. Was ist Mut? Menschen, die mutig sind, das sind keine, die keine Angst haben. Du bist dann mutig, wenn du das Richtige tust, obwohl du Angst hast. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und wie du jetzt mutig bist, dafür habe ich jetzt 3 Tipps. Der erste Tipp stammt von einem Verhaltenstherapeuten, einem lieben alten Freund von mir, dem Kai Thilo. Dr. Kai Thilo, er ist Verhaltenstherapeut in Oxford, England. Er macht sehr viel Angsttherapie. Und ich habe von ihm eine Angstgleichung beigebracht bekommen, die ich faszinierend finde und die möchte ich euch jetzt zeigen. Er sagt nämlich, dass man Angst quasi mathematisch darstellen kann. Pass auf. Also, wenn du vor irgendetwas Angst hast, dann pass mal auf, ob das jetzt auf dich zutrifft. Was ist Angst? Angst gleich. Das ist hier ein Bruch. Angst gleich Schrecken. Mal Wahrscheinlichkeit durch Kompetenz plus Hilfe. Gehen wir jetzt kurz durch. Was bedeutet das? Also angenommen, du hast in irgendeiner Form vor irgendwas Angst. Dann ist die Frage, ist diese Angst realistisch? Dann geh erstmal auf den Schrecken. Der Schrecken ist ein gefühlter Schrecken. Also angenommen, ein Flugzeug stürzt ab, ja, dann ist das wirklich was Schreckliches. Deswegen haben Menschen Angst vorm Fliegen. Aber warum steigen Menschen trotzdem in Flieger? Weil die Wahrscheinlichkeit eben relativ gering ist.
Es gibt aber auch Situationen, da hast du Angst vor irgendwas, beispielsweise du bist schüchtern und du nimmst einen Telefonhörer nicht in die Hand und machst kein Kaltakquisegespräch mit deinem Kunden. Ja, so, dann ist dieser gefühlte Schrecken Quatsch. Oder vor dir steht der angebetete Sexualpartner und du traust dich nicht, ihn anzusprechen, weil in deinem Kopf geht ganz viel ab, was, wenn der mich schräg anguckt oder sowas. Also vergiss es doch. Ja? In dem Fall, erstens, wie realistisch ist dieser Schrecken? Zweitens, hast du die Möglichkeit, an dieser Wahrscheinlichkeit irgendwie zu drehen, an der Wahrscheinlichkeitsschraube. Und dann, wenn du das geklärt hast, dann geht es zur Kompetenz. Also beispielsweise, wovor haben Menschen heute Angst? Sie wollen sich beruflich verwirklichen. Selbstständigkeit. Nächster Karriereschritt. Ne? Du musst, um zu wachsen, musst du dich etwas trauen. Bedeutet beispielsweise, dass du Kompetenzen brauchst. Die kann man sich beibringen. Also machst du beispielsweise Schritt in die Selbstständigkeit, dann brauchst du Online-Marketing, du brauchst Menschenkenntnis, du musst irgendwie wissen, wie du ein Angebot machst, wie du was verkaufst. Das kann man ja alles lernen. Je höher die Kompetenz, desto geringer die Angst. Und je mehr Hilfe du dir dabei holst, desto geringer die Angst ebenfalls. Ist es soweit logisch? Sobald hier oben übrigens einer der Faktoren null ist, hast du keine Angst. Das ist das Erste. Also Faktor Nummer eins, überleg dir mal, wenn du vor irgendwas Angst hast, ob du nach dieser Angstgleichung hier diese Angst wegkriegen kannst. Jetzt Faktor Nummer zwei, das ist was Körperliches. Wie fühlt sich Angst im Körper an? Wo ist die? Die ist ja so im Brustbereich, im Halsbereich. Kennt ihr das? Die meisten Menschen, die Angst haben, die haben das hier oben. Die spüren so ein enge Gefühl. Wisst ihr, womit das zusammenhängt? Das hängt damit zusammen, dass wir so ganz flach atmen. So. Wir erschrecken uns. Und bei manchen Menschen ist das so heftig, die gehen so ins Hyperventilieren. So. Und man kann sich tatsächlich in so eine richtige Angst hinein hyperventilieren. Das heißt, der nächste Trick ist relativ simpel. Wenn du vor irgendetwas Angst hast, dann versuch mal, diese Angst wegzuatmen. Das geht durch Ausatmen. Die Ausatemzeiten sollten länger sein als die Einatemzeiten. Das ist relativ simpel. Also probier es mal aus, wenn du das nächste Mal Angst hast. Und wenn du feststellst, du kriegst das nicht wirklich hin, dann versuch mal bewusst zu hyperventilieren. Versuch mal bewusst so weit zu hyperventilieren, dass du selber so eine kleine Angstattacke bekommst. Das funktioniert. Also man kann sich zur Angst hecheln und dann hast du zumindest gelernt, wie du dir selber durch deine Atmung Angst herbeiholst, dann kannst du hinterher lernen, wie du es nicht machst. Kein Witz, funktioniert wirklich. In der Verhaltenstherapie machst du es. Also ausatmen. Und jetzt der dritte Tipp. Und der dritte Tipp, der ist mir persönlich der wichtigste. Denn der dritte Tipp hängt damit zusammen, wie wir in Gedanken mit uns sprechen. Und nach meiner Erfahrung, Menschen, die Angst haben, sind häufig die, die ein sehr, sehr negatives inneres Selbstgespräch haben. Es gibt so zwei innere Stimmen. Das eine, das ist das innere Opfer. Das innere Opfer sagt dir gerne so Dinge wie, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist zu alt dafür, du bist zu dumm dafür, du bist zu jung dafür, du bist zu blöd, zu dick, zu was auch immer. Ja? Dieses innere Opfer, das ist eine Übersetzung dessen, was wir da in unserem inneren, tiefsten Inneren eigentlich über uns denken, und dieses innere Opfer ist zutiefst destruktiv. Also Regel Nummer eins gilt hier, bitte rede in Gedanken mit dir so, wie du mit einem guten Freund reden würdest. Kommt ein guter Freund zu dir und sagt, was soll ich machen, ich habe die und die und die Idee, dann sagst du dem Freund auch nicht, du bist zu alt dafür. Du bist zu blöd dafür, du bist zu dumm dafür, du bist einem guten Freund würdest du sagen, das kriegst du schon hin. Also rede in Gedanken so wie mit einem guten Freund, also Nummer eins. Die zweite innere Stimme, die ist noch ein bisschen perfider, das ist der innere Richter. Und der innere Richter, Vorsicht, der fühlt sich in der Regel sehr real an. Der innere Richter, der sagt dir so Dinge wie, das kann nicht funktionieren, das ist falsch, das darfst du nicht tun, das macht man nicht. Das hat noch nie funktioniert. Der innere Richter, das ist die innere Logikstimme, die anfängt, dich zu überzeugen und sagt, das ist wirklich blöd, das ist wirklich eine doofe Idee. Vorsicht. Diesen beiden inneren Stimmen bitte eine Sache entgegensetzen. Und das ist auch eine Übungssache und darauf möchte ich jetzt hinaus. Positive Affirmationen. Versuch, in deinem inneren Selbstgespräch so viele positive Affirmationen wie möglich reinzuholen. Du bist gut, so wie du bist. Du schaffst das. Wer, wenn nicht du? Wo, wenn nicht hier? Wann, wenn nicht jetzt? Mach das, leg los. Du kannst das. Die Welt ist reich, die Welt ist ein schöner Ort. Du bist sexy, stylisch. Die Welt ist ein Ort des Überflusses, wie auch immer. Und du hast das schon gemacht und das ist genau der richtige Zeitpunkt. Also positive Affirmationen. Menschen, die so in Gedanken mit sich sprechen, die kriegen das hin. Und manche Menschen, die sprechen sogar so in so Tiernamen von sich. Schon mal erlebt? So, ich bin ein Bär. Ich habe vor ein paar Tagen einen Unternehmer kennengelernt, der hat mir erzählt, dass er in seinem Unternehmen
als der Bär bekannt ist. Und zwar immer dann, wenn es irgendwo ein Problem gibt und es muss irgendwas geklärt werden, der ist die ganze Zeit ruhig und dann kommt er, wumm, und räumt auf. Er ist der Bär. Ja? Oder es ist der Adler. Er schwebt über den Dingen majestätisch, er kriegt die Dinge gut hin. Also ab sofort bitte, falls ihr mit eurem Schatzi hier seid, ab sofort bitte Tiernamen zu rufen. Ja, Schatzi sagt Tiernamen zu mir. Du bist eine Qualle. Also schon passend den Tiernamen sollte man, okay? Und ich möchte euch jetzt eine kleine Affirmation mitgeben. Und diese kleine Affirmation, die werdet ihr ab sofort immer dann drauf haben, wenn ihr vor irgendetwas Angst habt. Diese Affirmation, die lautet, das ist ein ganz einfacher Satz. Und diesen Satz kann jeder von euch nachsprechen. Diese Affirmation lautet, ich mach das jetzt. Wie lautet diese Affirmation? Versteht ihr das? Also ihr steht irgendwo vor einer Herausforderung, ihr sagt nicht, ich mach das jetzt vielleicht oder ich könnte, sondern was sagt ihr? Ganz wichtig, es geht auch die Stimme nach unten, nicht ich mach das jetzt, sondern ich mach das jetzt. Nochmal, ich. Ganz genau. Und wenn du das nächste Mal vor einer Herausforderung stehst, sagst du dir? Also wenn das nächste Mal irgendwie der Traumpartner vor dir steht und du hast ihn bislang nicht getraut anzusprechen, sagst du dir jetzt? Wenn du das nächste Mal den Telefonhörer in die Hand nimmst und sagst, soll ich den Kunden anrufen, ja oder nein, sagst du dir? Wenn du das nächste Mal bei der beruflichen Herausforderung sagst, gehe ich jetzt in den nächsten Level, soll ich die Beförderung annehmen, ja oder nein, sagst du dir? Wenn du das nächste Mal mit irgendeinem Menschen zusammen bist und sagst, eigentlich sollten wir es mal wieder aussprechen, weil du bist mir wichtig, aber irgendwie wir reden seit Jahren nicht mehr miteinander, du sagst dir jetzt? Wenn du das nächste Mal dich fragst, soll ich zum Joggen gehen, aber nein, da schwitze ich sehe blöd aus, sagst du dir? Wenn du das nächste Mal ein Angebot von Gedankentank bekommst, einen Redner nachzukommen, sagst du dir? Jawohl, du machst das jetzt, denn du bist kein bescheuerter Bonsaibaum. Mann, wir brauchen Mut, ja? Und Mut bedeutet eben, dass du Dinge tust, die du dich vorher nicht getraut hast. Und das ist ja gerade der Trick. Also raus aus dieser Komfortzone bedeutet nicht, dass du drin bist, sondern es bedeutet, dass du rausgehst. Mit welchem Satz gehst du raus? Yo. Und zum Abschluss mein Lieblingszitat von einem Mann, den ich seit Jahren im Kopf habe, der leider vor kurzem gestorben ist. Kurt Marti, ein Schweizer Philosoph und Theologe. Dieser Satz begleitet mich seit Ewigkeiten. Der lautet, wo kämen wir hin? Wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Schau du nach, wohin du kommst, lauf los, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Viel Erfolg, gute Reise. Dankeschön. Hallo, da bin ich wieder. Wie hat's dir gefallen? Bitte kommentiere doch hier und abonniere natürlich unseren Kanal. Außerdem, wenn du Lust hast, selbst wirklich als Persönlichkeit zu wachsen, dich weiterzubilden, findest du hier eine Übersicht über all unsere weiteren Seminar- und Eventtermine. Ich bin mir sicher, da ist auch was für dich mit dabei, denn du bist doch kein Bonsaibaum.